Löcher! Ich dachte, das geilste ist Hot oder Schrott. Nein. Ja, laut den Losers. Das geilste auf YouTube bin immer noch ich. Okay. Seit wann haben die Losers was zu melden? Was? Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende gut überstanden. Es ist wieder Montag. Es ist wieder letzte Testzeit. Zusammen mit der Ente und dem Endres, den Nichtsfinalender, wie ich mit dem Escort-Erik drin. Ja, nach Nako und so. Hallöchen. Einmal überraschenderweise Panto. Ein Panto steht im Walde ganz still und stumm. Da kam der böse Jäger und fuhr ihn um. Bist du einfach, wenn der Punkt jetzt weg vor uns ist? Gibt es keinen Panto mehr. Ja, der Punkt ist vor uns, okay. Unter uns. Ich habe ihn eingesammelt. Okay, jetzt erstmal Punkte einsammeln wahrscheinlich und dann... Das Übliche, ja. Jo. Ui. Pünktchen ist hier? Ja, hier ist der Pünktchen. Ah, hier geht's übrigens rein in die Wand. Cool, zu wissen für später. Ich habe die Stelle schon gefunden. So, jetzt ist erstmal ein bisschen rumgefahren hier auf dem Erdboden. Ach, hier geht's auch noch... Ach, da ist ein Stein, ja. Hier geht's auch noch in den Boden rein, okay. Also ja. Schon mal herzlich willkommen auf jeden Fall zum geilsten Format auf YouTube. Löcher! Ich dachte, das geilste ist Hot oder Schrott. Nein. Ja, laut den Losers. Das geilste auf YouTube bin immer noch ich. Okay. Seit wann haben die Losers was zu melden? Was? Ja. So. Ich sehe schon die Zielfahne, okay. Ja, jetzt ist uns das... Auch. Also, wir haben hier einmal Einzellücke. Also das wäre mir doch zu einfach, wenn du da reinfährst. Hm. Ich kann mich natürlich täuschen. Machen wir erstmal das hier kaputt, Freunde. Ich habe extra GTA-Modus angelassen, damit, falls wir irgendwie Schindes haben... Dinge in die Luft sprengen müssen, ja. Also, die Wall ist es nicht. Hier an der Mauer. Die Mauer ist es nicht. Nee, das sieht nicht so aus hier. Nein, du kommst in das Element rein. Ah, damit komme ich in die Tür rein. Okay, da würde ich probieren. Wie hast du das gemacht? Ich bin zurückgefahren. Von der Seite, okay. Alles klar, vielleicht ist es doch die Mauer. Die Mauer muss weg. Ich fahr mal was hier draußen spazieren. Mach mal. Macht ihr mal... Nein, das sind Beschleunigungen. Gefällt mir. Jo. Und also, Container, die verkehrt rum sind. Die also wenn Drecksack, Lux! Lux, Alter! Lux, wer hat die ganz gestohlen? Gib sie wieder. Ich fahr da draußen jetzt mal ganz gemütlich auf entspannt. So, ich bin jetzt auch auf der Street, Tatsache. Ich bin in einer gelben Röhre drin und spritze war gleich raus. Aber das wäre zu einfach. Es wäre zu einfach. Er hat zu... Ne. Also irgendwas stimmt ja ganz gewaltig nicht, so. Okay, gelb war schon mal nicht. Am gelb ist eine Mauer am Ende. Alter, er hat das... Eiskalt über die komplette Breite gebaut. Mit dem, Also, ich sehe von meiner Position aus das Ziel, aber ich komme hier nicht weiter. Okay. Das ist auf jeden Fall außerhalb der Mauer oben. Das ist oben in der hinter der Mauer quasi, auf der Plattform, wo wir am Anfang rumfahren. Das heißt, wir müssen irgendwie über die Mauer drüber kommen. Ich will was probieren, Freunde. Ja, respawn! Ist ja ganz anders. Ich hätte lieber nicht einen Supersprache, muss ich sagen. Hi. Hey! Ja, was? Du kannst dich drehen, Mann! Nix da, ich fahr jetzt weiter rückwärts. Nein, Alter. Ne, okay, man kommt nicht hoch. Ich bin nicht hochgekommen. Soll ich dir eine Hand reichen? Die Mauer ist auch fest. Okay, ja, nee, die ist dicht, da kommen wir nicht durch. Gut, so viel zu dem Plan. Dann falle ich mal in die orange Röhre, in die lila Röhre rein. Der wird doch nicht zweimal den gleichen Gag verbaut haben, oder? Bist du dir sicher? Ich weiß es nicht. Map-Abbauer können fies sein, das weißt du doch. Ja. Okay. Wie ein gewisses Entchen, das Minen in Pylonen einbauen würde. Nicht. Okay, da geht's. Das ist eine Sackgasse. Ah, so erkennst du Map-Abbauer, die Sachen in Pylonen einbauen würden. Seeminen zum Beispiel. Ich glaube, das war der Endres, oder? Der sowas tun würde. Ja, genau. Ist das jetzt richtig oder falsch? Junge, was ist denn das hier? Oh, das
erstmal mit gleich auf den Rückweg freuen. Ich fahre erstmal weiter. Erstmal gucken, wo das mich hinführt. Okay, das ist Sackgasse. Alter, der hat sich wirklich eine ganze Menge hingekleistert, ne? Ja. Das ist... Hier ist noch ein Loch in die Wand. Ja, viele Löcher. Ey, ich bin schon wieder nah am Ziel, ich sehe das hier, aber ich komme nicht hin. Ein Loch im Boden gefunden, aber ja gut, ne? Wenn es in die orange Tube, in die lila Tube führt, willst du da nicht rein. Willst du da nicht rein? Wollen wir wissen, was die Ente will? Vielleicht möchte die Ente das? Ja, vielleicht. Und schon wieder eine Sackgasse, okay. Gucken, kann ich von hier aus irgendwas sehen? In der gelben Tube warst du schon? Ich war in der gelben Tube, da kannst du bis zum Ende fahren, da siehst du aus das Ziel aus, aber du kommst nicht dahin, weil es zugebaut ist. Wo kommt denn eigentlich diese Regenbogen-Tube her? Die scheint offen zu sein. Und die ist beim Ziel. Wenn einer in einer Psychotyp drin ist, die scheint offen zu sein, die führt zum Ziel, so wie es aussieht. Mhm. Den Tipp kann ich euch schon mal geben. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir hier weit kommen, Freunde. Wo war das Ding? Okay, das hier ist. Das ist die Psycho. Gemein und sinnfrei. Die Psycho-Tür geht dahin. Wohin geht die Psycho-Tür weiter? Die scheint da hinten. Die scheint irgendwo im Boden reinzugehen. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie drankommen kann. Ich habe gerade die schwarze Tür. Okay. Ich bin momentan in Orange drin und suche, ob ich was sehen kann. Okay, hier ist zu, auch gut. Schwarz ist auch dicht. Okay. Okay. So, eins. Was haben wir denn hier sonst noch so? Oh nein, das ist ein Fall für später. Okay. Das ist also auch wieder nur eine Falle hier. Okay. Hi. Hallo. Wobei, hat du Brot? Ja. Das schießt doch weiter, oder? Kommt man denn? Dafür haben wir den hier mal schauen, wie sie was. Rote Tür passt auch noch nicht, ne? Ne, rot war ich noch nicht. Ich war erst in Gelb und dann in Orange. Wow, was war das denn jetzt? Ich habe was mit einer Rakete getestet. Ach so. Gut, dann try ich mal die rote Nummer hier ab. Oh, hört Spaß an. Ja, hat sogar eine kleine Wall dahinter gesetzt, damit man nicht komplett lost ist. Nein, ich will doch einmal nur da reinkommen ins Loch. Aha, nur einmal. Einmal ist keinmal, habe ich mal gehört, Ares, oder? Ja, eben, genau, ja, mindestens. Ja, rechtzeitig rausziehen, nicht vergessen. Aber man kommt nicht da rein. Okay, dann respawn ich mal. Das scheint doch nur eine Falle zu sein. Die besten Vorbilder EU-West, ehrlich gesagt. Yeah. Ja. Warum sind da so Speeds an der Wand? Wohin würde ich das führen? Eigentlich schwarze Tube. In der schwarzen hatte ich schon drin. Schwarze war ich drin, ist nichts. Okay. Nein, warum? Oh, nee. War ich zu lahmarschig. Fuck. Wohin werde ich hier geschickt? Ja. Okay, dann würde ich in die grüne Tür am Ende reinkommen. In grün war schon einer drin? Nein. Okay. Ich weiß nicht, wie ich nach zu grün komme, aber das war auch schon Haare. Ich muss echt zugeben. Ich bin noch mit Bodenkontrolle beschäftigt. Mit den ganzen... Naja, hier gibt es gefühlte 5 Millionen Löcher in den Wänden, die man ausnutzen kann. Ja. Okay. Dahin, das ist wie jetzt. Oh nein, 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 ey, bitte, ja. Aber wie soll ich da reinkommen? Wie soll ich da reinkommen? Hi. Hi. Okay, grün, weiß ich, wie man reinkommt. Okay. Ja, ich hab's auch beim Wallride geschafft. Ja, naja. Moment.
Ja, hast du was gefunden? Und von dort dahin. Nein, fick mich doch! Hinter der schwarzen, hinter dem schwarzen Wallride ist ein Loch. Okay. Ich weiß aber nicht. Nee, da kommst du nicht rein, vergiss es. Ich sehe das Loch, was du meinst, auf jeden Fall. Ja, es ist ein sehr kleines Loch auf jeden Fall. Ey. Aber da unter ist eine Psychotube. Vielleicht muss das ja doch so. Wenn da noch eine Psychotube ist, kann das da sein. Aber wie soll man da hinkommen? Ja, mit Schmackes, ne? Probier ich jetzt. Okay, hier ist nichts drin, so wie es aussieht. Ich hasse es, wenn diese Blinkdinger drüber sind. Aber nee, ich sehe kein Loch. Ich habe kein Loch gefunden. Da ist eine Psychotube drunter. Okay, weil für mich sah es so aus, ob die Psychotube, Oh, fast drüber gekommen sogar. Ich will das wissen. Also rot habe ich jetzt noch nicht abgecheckt, aber ich vermute mal ganz grob, dass da eh zu ist. Meinst du, rot wieder nur Falle, ja? Oh, fast! Nochmal. Das hat keiner gesehen, Freunde. Wow, da komme ich ja fast ohne Speed fast hoch. Also die rote, den roten Looping kommst du ohne Speed hoch auch. Ja, ja. Nur nicht weit genug zum Fliegen, das ist das Problem. Und ein anderes. Ah, Millimeter. Wir haben jetzt alle das gleiche Ziel, Freunde. Ich habe eingelocht, bin in der Psychotube. Wie gesagt, das würde ich sagen, das bringt dich zum Ziel. Weil er sein hat das unsichtbare Single, was ich nicht gesehen habe eben. Wir werden es sehr, sehr bald herausfinden. Er schlängelt sich hin und her. Nein, er knapp geflogen. Da ist ein Loch. Oh, geil. Warte mal. Alter, es geht hier einfach nur runter. Oh, das geht ein bisschen. Oh ne, fuck you. Was? Er ist zu. Echt? Ist zu. Ja, ja, er hat hier mit einem Element zugebaut. Okay. Schade, aber auch. Dann doch die rote. Es wäre zu schön gewesen. Aber wie gesagt, wo ich noch ein Ziel war, war die Psychotube. Vielleicht gibt es auch eine zweite Psychotube, das weiß man ja nicht. Ey, da springe ich da echt drauf und trotzdem. No ja. Way. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, schon ein bisschen. So, was können wir sonst noch machen, Freunde? Sonst fahre ich gleich schon mal dahin, wo ich das gesehen habe, gucken, ob ich irgendwas anderes sehe, wie man da hingucken kann. Weil wenn man das sieht, kann man gucken, wie die Sachen da hinkommen. So, ich fahre jetzt in die rote Tube rein. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob du uns was finden kannst. Das wäre jetzt natürlich optimal, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir so viel Lack haben. Nee, das wäre zu schön. Ich fahre nochmal hin und guck mal, ob ich was sehen kann, ob ich da einen anderen Weg hinsehe. Na, oh, ist das hier ein fieses Labyrinth? Komm, Keule, mach jetzt hier kein Auge. Ah, Mann! Er macht Auge! Er macht Auge? Das ist zu. So, ich werde da mal hinfahren und mal mir alles in Ruhe angucken. Warte mal, der geht's runter. Irgendwas übersehen wir. Da draußen ist auch eine blaue Straße, die da lang geht. Ja, da waren wir drauf. Ah, und am Ende ist eine Mauer? Die ist zu. Mhm. Okay. Diese mehrere Streets dort, ja. Ich sehe auch eine pinke Straße, die da hinführt. Die pinke Straße. Oh, da ist ein. Hat jemand schon mal eine pinke Straße gefunden? Nein. Ich glaube, die pinke. Also, ich sehe die, aber ich bin noch nicht da hingekommen. Wenn du da hinkommst, würde ich sagen, ist das der Weg? Na, ich stehe quasi über der pinken Straße gerade. Weil, Hallo! Hier ist auch zu. Wo bist du denn, Endos? Unter mir? Oder über mir? Ich bin gerade hier hinter dir. Weil siehst du, die pinke Straße, die hat einen Weg nach oben. Ich würde sagen, das hier, die pinke Straße ist unser Ziel. Ja, wäre möglich. Wobei wir müssen aufpassen, auf der pinken Straße scheint auch eine Mauer zu sein. Wenn ich das von hier aus sehe. Mhm. Ich wollte gerade probieren, ob ich hier durch in die andere Tube komme, die da ist. Meinst du, was echt da durch? Ich wollte es probieren. Aber es sieht nicht so aus. Es sieht so aus, als wäre die dann auch zu. Ja, ich weiß, wenn du zu Ende fährst, kommst du an die Mauer dran, auf jeden Fall. Naja.
Ups, Entschuldigung. Wäre zu. Ich beglücke den Endres. Wie kommt man da? Nee, ich glaube nicht, dass man. Naja, sieht nicht so aus. In der Typ war ich. Da ist zu. Das Problem ist aber, diese ganzen Reifen hier drauf sind, ob da irgendwo ein Loch drin ist, wo du reinfallen kannst. Mhm. Wofür man aber erstmal da reinkommen müsste. Ja. Mhm. Die Frage ist, ob wir haben ja gelernt, dass der Reifen von innen auch ein Loch hat, wo man reinfahren kann. Was ist das hier eigentlich für ein Weg, wo ich jetzt bin? Ich habe Angst, wenn ich so bei sowas bin, dass den Speed ist und mich in die Walachei schickt. Lass es ausprobieren. An der Stelle hier. Ich bin ja in unsichtbaren Elementen, das weiß ich. Hier geht noch ein Weg drüber. Ich würde sagen, es könnte sein, dass es hier irgendwo ran lang geht. Pinke Straße beginnt da in einen Reifen drin, in einem Reifenscheinloch drin zu sein. Die Frage ist natürlich, welcher Reifen das ist und wie man da und reinkommt. Wie kommt man da rein? Ja, nein. Hier unter dem Stoppschild war ich eben. Fick dich doch, du blöde Mistratte. Hoffentlich fliege ich nochmal hin, Freunde. Es wird hier noch ein bisschen dauern, glaube ich. Warte, ich würde mal sagen, aber wie soll man in den Reifen reinkommen hier? Ich müsste auf einer Tür planen und immer was von oben angucken. Das heißt, ich müsste den Weg hier nehmen und hoffen, dass ich gut fahre. Ja, und das habe ich ein Panto. Gib mir doch ein anständiges Auto. Oh ja, da war irgendwas drin in dem Reifen. Warum hat er damit so vielen Speeds gearbeitet? Wo? An der Wand? Ja. Damit wir ganz weit fahren und bis in die grüne Tür reinkommen. Hi Aslan. Hundi. Komm, bleib drauf. Ah, fick mich doch. Ich würde gerne in den Reifen da reinkommen, Ares, weil da habe ich drin was auf dem Boden gesehen. Und ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Bremsen. Na drin. Ich glaube, da ist auch das Loch drin, was mich zur der Straße führt, oder? Hier auf der gelben. Das ist entweder der Reifen, unter dem ich quasi fast stehe. Ist links von dir die pinke Straße? Ja. Da muss ich in diesen Reifen rein. Wie komme ich in diesen Reifen rein? Vielleicht kommt man auch über diese orange Straße. Ja, sind gelbe Dinger drin. Okay, wie soll ich da hinkommen, ist jetzt die Frage. Hey, Lux. Lux, du bist Wahnsinn. Und Arsch, so sieht's aus. Alles. Ein wahnsinniges Arsch. Flachkörper. Also die blonden Typs bringe ich in der Reihe wirklich fast alle in die Nähe des Ziels und du kannst das Ziel sehen. Das ist ja rattig. Das ist voll fies. Wie komme ich jetzt am besten da rein? Wenn ich bis in die grüne Tube komme, dann kann ich wahrscheinlich rückwärts rausspringen. Ich probiere es so rum. Ich muss nur in die grüne Tube reinkommen. Ich will in diesen Reifen da rein. Ja, ich auch. Ich liebe Rockstar-Kanten. Habe ich schon mal gesagt? Ja. Sagtest du? Das Problem ist ja auch, wie ist gleich mal dieses Fahrzeug. Mit dem Supershow haben wir es einfach an solche Wände ranzukommen. Ja, das auf jeden Fall. Überdreht. Respawn! Hast du es geschafft. Gleich mal gucken, was hier Phase ist. Ich glaube, da kommst du auf die pinke Straße und wenn du Glück hast, bringt dich das zum Ziel.
Ja, hier ist ein Loch. Pinkelstraße. Nein, ich bin nicht in die grüne Tür reingekommen. Ich hoffe, dass da jetzt keine Mauer ist. Die Pinkelstraße führt aufs Orange. Sei vorsichtig da, wenn du auffährst. Es ist eine Mauer hier. Nein! Es ist eine Mauer da. Okay. Es gibt aber einen Weg, ich sehe den von hier aus. Ja, ja, aber wenn eine Mauer ist, dann ist es fies. Ja, klar. Nee, du musst auf die orangene Plattform irgendwo außen kommen. Von da aus kannst du über einen orangenen Balken auf die orangene Straße und von da aus umdrehen und auf die... Ja, genau. Ich hab dich gerade da gesehen. Da wäre das Ziel. Ich frag mich aber, wie man es lächelt macht, weil ich will jetzt hier nicht cheaten. Es gibt ganz hier irgendwo ein kleines Dorf, was wir nicht gesehen haben, ist jetzt. Elfcore, ja. Und ich kannst von da aus nicht sehen, wo du gerade bist? Ich guck gerade. Also hier ist. Mauer. Na, fick mich. GTA-Modus voreingestellt? Nein. Jetzt. Okay. Von null Kontakt voreingestellt. Ja, weil von hier aus man kann ins Ziel laufen. Aber ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ich glaube, es ist jetzt irgendwo ein Löschchen, was wir noch nicht gesehen haben. Ganz sicher sogar. Nein, fick mich doch! Was ich nochmal machen kann, ist die Außenwand hier abchecken. Mhm. Weil die Plattform ist doch sehr groß. Hey! Geht und irgendwie glaube ich bei Lux nicht an Zufälle, ich weiß auch nicht. Nee, Lux ist normal, also einer baut einen versteckten Weg irgendwas. Mhm, aber auch viele sinnfreie versteckte Wege. Ja. Bin hier gerade außerhalb der lila Tube auf den Plattformen im Auto unterwegs. Cool. Ja, das ist glaube ich auch das Ziel, wenn ich... Wie bist du denn da rausgekommen, Endo, weißt du es noch? Das Loch in der Wand, was ich als allererstes hatte, da bin ich ein bisschen langsamer rausgefahren und unten auf die lila Plattform statt auf die blaue Straße gedroppt. Oh. Weil für die blaue Straße gibt es auf der anderen Seite noch einen einfachen Weg hinzukommen. Ich würde sagen, das ist der Weg, weil ich habe da draußen mal lila nämlich einen lila Weg gesehen. Mhm, ich fahre den mal ab. Na, ist von meinem Rollfahrer auch am Ende falsch, ne? Ach, Junge, Junge, Junge. Das ist dieses Schlein, okay. Er baut doch nicht umsonst hier so hin. Ich laufe hier gerade alles zu Fuß ab. Ja. Warte, Mann. Irgendwo. Ja, aber wie. Was ist das eigentlich für eine lila Tube hier? Da kannst du von oben reindroppen. Da unter der roten Rampe ist ein Loch, wo du rein kannst. Das bringt dir noch nichts. Aha, aha. Aha. Siehst du irgendwas aus? Ja. Es. Warte mal. Okay. Ich glaube, ich hab's. Ich muss respawnen. Siehst du, wo mein Punkt ist? Ich sehe zwei Rotpunkte, das ist mein Problem. Ich bin gerade respawned. Hier. Der. Ich bewege mich mal nicht. Andres, beweg dich mal. So, ich muss auch mal respawnen. Ah, ich bin bei Andres. Wunderbar. Hier, wo mein Punkt ist. Komm hier mal bitte hin. Hier muss irgendwie eine gelbe Rampe oder so rausschauen. Ja, das ist die, wo du mit mal zum grünen Wallride rausfährst. Versuch mal da runter zu kommen. Ich respawn jetzt. Okay. Andres, ich jag dich in die Luft. Was? Du kannst nicht Auto fahren. Bloß weil ich schöner bin. Hier ist übrigens ein Loch im Boden. Ja, ich weiß, das fühlt sich auch nicht. Hier ist aber eine Mauer auf der Rückseite. Musst du drauf. Pass auf. Easy. Easy. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, rückwärts die Rampe hoch, dass er Speedy greift und dann. Du hast es erfasst, Monsieur. Ah, Freunde! War natürlich nur der Vorteil mit dem GTA-Modus, dass alles aussteigen konnte, weil sonst. So fick fire fahr ich denn hier? Warte mal, nee, wir fliegen zu weit, wir müssen. So, und dann da drauf. Und dann, wir müssen hier unter die gelbe. Ja, ich hab's mir gedacht. Fahren wir rückwärts weiter, weil wir wissen, dass die Speeds überall greifen, Freunde. Ja, guck mal, hier ist ein Löschlein. Wenn wir hier. Oh, kommen wir überhaupt durch? Ja! Der passt aber ganz knapp durch, meine Herren. Ey, Junge, ich wie hasse. Hast du das jetzt gemacht? Vorwärts oder was? Ja, vorwärts. Ich bin voll Gas vorwärts reingefahren. Oh, ich hab's verkackt, oder? Ja, ich hab's verkackt. Ja, hier ist ein kleines Löschlein drin! Ja, da musst du durch. Mhm. Und dann fahren wir außen um das Ding herum. Du hast es erfasst.
Ja, Lux, ich hab dich durchschaut, mein Freund. Nicht ganz fair. Aber diese Kante ist ja auch fies hier draußen. Damit wir wahrscheinlich auch einfach nicht runterfallen, wenn ihr Pech habt. Bist du runtergefallen da? Ne, fast. Ich bin auf dem. Ich kämpfe gerade noch. Boah, Junge, zu Fuß ist das wahrscheinlich einfach. Mit dem Panto? Ja, moin. Allein um diese Kurve rumzukommen, ist ja Wahnsinn. Aha. Ich glaube, von jetzt komme ich nämlich da, was ich eben gesehen habe. Ja, da ist das Ding, was wir eben vorhin, wo ich eben drin war, wo ich es gesehen habe. Oh. Wir haben dich voll durchschaut, Lux. Du bist zu Fuß lang gelaufen. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwo ein Speed ist, kann ich euch noch so sagen. Ich hoffe nicht, dass er noch fies ist. Ja, das bist du zu Fuß gelaufen. Ja, moin. Ich bin die ganze Scheiße zu Fuß gelaufen, ja. Aber man muss mir zugute halten, ich habe nicht mir das Ziel gesnackt. Aber wenn ich daran denke, an so ein Escape Room. Was machst du denn da, Andres? Wird das was oder nicht so? Ey, ach, das war so der letzte Escape Room, die Mine, wo du einen das vorher kaputt gemacht hast. Oh, du Arsch. Wollen wir es wieder machen? Soll ich hier eine Annäherungsmine hinlegen? Mal gucken, ob ihr sie findet. Boah, nein, hör auf. Ist assi genug. Ja, okay, und das war ja wirklich der. Jetzt stehe ich direkt vorm Ziel, Freunde. Halleluja, Lux, du bist ein kranker Sack. Ja, schon. Ach ja, sind sie ja zu zweit, also schauen wir uns die nur noch an. Ey Junge, aber darauf also komm. Finally! Das Loch war ja wirklich so eng, dass genau der Panto durchgepasst hat. Aber die Kante da ist fies, finde ich, Aras, wo du jetzt rauskommst. Mhm. Aras! War was? Aras, traust du dem Endres nicht? Aha. Da will ich mir die ganzen Spaß gewinnen. Ja, Freunde, der Lux hat uns wieder was Schönes eingesendet. Einen schönen Escape Room. Der Escape Room war geil. Es ist immer schwer, sowas zu bewerten. Der hat viele falsche Wege, das fand ich geil. Ich gebe ihm 8 Punkte dafür. Oh, Andres. Ja, ich kann mich den 8 Punkten absolut anschließen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Geiles Freude. Ding. Bin ich auch bei 24 von 30, gell? Jo. Nach aller Riese. Und gut. Seht ihr, liebe Zuschauer, so trollt man richtig. Wow. Ladies and Gentlemen, wenn es euch gefallen hat, was auch eine positive Bewertung würde uns sehr freuen. Checkt unbedingt die Kanäle von ihm Anime-Fan ab. Oder von der Ente. Und in der Videobeschreibung ist der gute Mann verlinkt, genauso wie die Map natürlich zum selber zocken, falls ihr Bock drauf habt. Was war noch? Ach ja, unser Partner Instant Gaming, unser Merchandise und so weiter und so fort. Einfach abchecken. Sind wichtige Infos für euch bei. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao.